again. Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War Epic Kratos Jagdspiel. Vorerst. Ja, in der letzten Folge haben wir schon damit angefangen, mit Atreus jagen zu gehen. Wir jagen immer noch dem Hirsch mit dem blauen Geweih. Mussten in der letzten Folge ein paar Monster töten und werden uns jetzt dem Tor widmen, es zu öffnen. Wobei ich echt gerne wissen will, wie man hier reinkommt, da in dieses Tor. Es muss doch irgendwie gehen. Kann ich hier irgendwie reinwerfen? Nein. Mysteriös. Öffnen wir erst einmal das Tor. Ach so. Ah, natürlich, klar. Müssen wir einfrieren da oben. Ja, wird uns auch direkt schon markiert. Du hast es festgefroren. Habe ich, ja. Dann weiter. Also. Komm zurück, meine liebe Axt. Wo gehst du hin? Ich glaube, wir müssen hier lang. Wir müssen erstmal hier zu dieser wundervollen Truhe. Um noch mehr Hacksilber zu bekommen. Oh, da geht's hoch. Vielleicht kommen wir ja irgendwie doch noch an die Truhe da dran. Mal schauen. Also ich wüsste wirklich nicht, wie man das Tor dort öffnen kann. Hier ist... Das lässt sich bestimmt explodieren, oder? Moment. Ist das irgendwie sinnvoll? Naja. Mal ein kleines Feuerchen gemacht. Ah, okay. Wie komme ich denn da dran? Vermutlich brauchte ich die Flammen dort. Ah, nein. Auch nicht schlecht. Okay. Komm zurück. Haha. Geht doch. Ja, man muss sich hier echt gut umgucken. Aber das haben wir Thunfeder ja schon gelernt. Na, ich glaube, wir sind ein reicher Mann mit dem ganzen Hack. Okay, hier ist nichts. Hier geht's noch hoch. Da müsste hier die Truhe sein. Hehe. Die haben wir in der letzten Folge ja schon kurz gesehen. Da ist noch was. Eine Tür. Schaut ein bisschen aus wie der Schrank zu Narnia. Junge, hierher. Das sind Skell und Hatti, die Riesenwölfe, die Sonne und Mond jagen. Wo kommen sie her? Wie kamen sie da hoch? Was passiert da am Ende? Sie fressen Sonne und Mond und dann kämpfen alle? Cool. Mehr als nur Mythen. Jeder Schrein birgt die Geschichte eines legendären Riesen in sich. Alle Jötna-Schreine finden. Skull und Hatti, Wolfriesen. Skull jagt die Sonne und Hatti den Mond. Was passiert, wenn sie ihre Beute fangen? Sieht nach einer großen Schlacht aus. Odin, Thor, die Weltenschlange. Könnte es sein? Sehr, sehr cool, dass die Mythologie hier auch nochmal aufgegriffen wird, geschichtlich.
Das hätten wir dann schon mal geschafft, aber... Oh, wie kommt man denn da dran? Ich sehe hier auch nichts, womit man das irgendwie öffnen könnte. Das hier öffnet das Tor. Ich gehe noch mal rein. Ich habe bestimmt irgendwas übersehen. Wie ärgerlich. Ich meine, es gibt garantiert nur Hack da drin. Die roten Truhen scheinen hier Hack zu sein. Ah, naja, gut. Machen wir das Spielchen nochmal. Lassen wir die Truhe sein. Ah, deswegen. So öffnet man sie also. Da muss man echt aufmerksam sein. Klar. Cool. Ja. Hätten wir die auch. Dann geht es auch wirklich weiter. Hallo? So. Vater, sieh nur. Warte auf mein Zeichen. Ganz ruhig. Betrachte ihn nicht als ein Tier. Er ist einfach nur ein Ziel. Mach deinen Kopf frei. Ziele ganz ruhig und atme. Okay, auf dem Kopf geht nicht. Ausatmen und loslassen. Ich hab ihn. Gut. Er lebt noch. Dein Messer. Nein. Bring es selbst zu Ende. Was man begonnen hat, muss man auch beenden. Schöne blaue Augen. Ich kann nicht. Dann machen wir es zusammen. Ich... Oh, das war ja klar. Kämpfen wir etwa? Nein, bitte nicht. Oh oh. Den Troll besiegen, das ist ein Troll. Drücken Sie Viereck, um Atreus Pfeile schießen zu lassen. Halten Sie L2 gedrückt und drücken Sie dann Viereck, um einen bestimmten Gegner anzuvisieren. Okay, Gegner greifen Kratos nicht an, wenn sie von einem Pfeil getroffen werden. Da sind dann also die Pfeilanzahl, die wird dann unten rechts angezeigt. Okay. Erstmal weg hier. Gibt's da irgendwie einen Trick? Sag mir, wann ich schieße. Oh. Ich würde ganz gerne die Punkte hier anvisieren. Bleib doch mal stehen. Oh, daneben. Die haben doch bestimmt eine Bedeutung. Krieg ich nicht getroffen. Ich treffe ihn. Warum steht er noch? Weil er echt stark ist.
Oh. Ja. Zurück, Junge. Mein Gott, hör auf. Lieber aus der Ferne angreifen. Na los, schieß. Oh Mann, ich würde gerne die gelben Punkte angreifen. Aber so geht das doch ganz gut. Na, lass mich nur ruhig. Uhuhu. Voll der Cheat hier. Ah, das, da hab ich zu früh zurückgeholt. Na? Na? Geh weg. Der Troll sollte sich immer beherrschen. Es zieht auf jeden Fall ein bisschen mehr ab, wenn ich die oben treffe, ne? Los, schieß! Hallo? Haha. Betäubt. Los geht's. Daudi Kaupmadre. Okay. Armer Daudi. Das war ja eine Gaudi. Junge. Junge. Ach Mensch, es reicht, Kleiner. Junge, sieh mich an. Sieh mich an, Junge. Junge, sieh mich an. Erledigt. Du bist nicht bereit. Was? Im Ernst? Aber der Hirsch. Ich hab mich bewiesen. Ich bin bereit. Wir gehen nach Hause. Ich war lange schon nicht mehr krank. Mhm. Ich kann das. Du bist nicht bereit. Warum war er denn krank? Ich bin bereit. Ich will nichts mehr von dir hören. Ja, wer so in Rage gerät? Neuer Tötungsauftrag. Trolle töten. Großartig. Treffen Sie mehr dieser riesigen Totemträger mit Hörnern, indem Sie die Landschaft, die Sie durchqueren, genau erkunden. Im Bestarium finden Sie Tipps, wie man sie besiegt. Es gibt noch mehr von denen. Na, okay. Wir sind bereit. Bestarium aktualisiert. Daudi Kaupmandre, hoffe ich, man spricht das so aus. Ich glaube, der Troll, gegen den wir eben gekämpft haben, war Daudi Kaupmandre. Mutter hat mir immer Geschichten von ihm erzählt, jetzt ist er tot, um mir Angst einzujagen, wenn ich zu weit weggelaufen bin. Ich denke, sie wäre stolz auf mich, aber Vater meint, ich sei nicht bereit, weil ich ein wenig wütend geworden bin, von mir aus. Ich habe mit ihm einen Troll getötet. Ich weiß, dass ich bereit bin. Mutter hat mir viele Geschichten über Trolle erzählt. Der Name dieses Trolls lautet übersetzt Todeshändler. Ah, okay. Mit einem solchen Namen kann man wohl davon ausgehen, dass er ziemlich böse war. Zum Glück haben wir ihn getötet. Gott sei Dank. Mann. Oh. Sei nicht so bedröppelt.
Na komm, Atreus. Noch ein bisschen Leben für uns. Oh. Gegner betäuben. Der Betäubungsbalken eines Gegners befindet sich unter seiner Gesundheit. Angriffe in schneller Folge fügen dem Gegner Betäubungsschaden zu und der Balken füllt sich. Wenn der Balken voll ist, ist der Gegner betäubt. Drücken Sie R3, um einen betäubten Gegner zu greifen. Pfeile und Angriffe mit bloßen Händen fügen zusätzlich Betäubungsschaden zu. Kratos kann mit bloßen Händen kämpfen, wenn er mit nach rechts gedrückter Taste die Axt wirft oder verstaut. Wollen wir einen Faustkampf starten? Machen wir das mal. Na komm. Na toll. Ah. Okay. Das ging ja schnell. Berührung des Todes. Eine griffige Sache. Gegner betäuben. Okay. Oh, da ist noch einer. Füllt die sich denn mit der Faust schneller? Sieht so aus. Oh, die hüpfte was hoch. Oh. Den will ich nicht mit der Faust angreifen. Okay. Hier geht's noch rein. Kriegst die Türen immer noch nicht auf, hm? Sei still. Wie bekommt man die denn auf? Geht das jetzt schon? Oder kommt man hier wirklich nochmal später zurück? Ja, naja, ziemlich gut. Ziemlich gut verschlossen. Ziemlich gut verschlossen. Frage mich, wie man da reinkommt. Oder ob es wirklich erst später geht. Ich sehe aber auch nichts. Nein, hier kommen wir nicht weiter. Okay, ich hoffe einfach mal, dass man später nochmal hier reinkommt. Oh. Klappt sehr gut mit der Faust. Bam. Noch jemand? Oh. Oh, ein blauer. Ah, da war ja klar, dass das da abprallt. Was ist das? Eieiei. Oh, Häscherdrescher. Häscherdrescher? Häscher töten. Treffen Sie mehr dieser verdorbenen Fußsoldaten, indem Sie die Landschaft erkunden, bla bla bla. Okay, und auch im Bestarium finden. Also auch hier haben wir eine Aufgabe, wo wir die töten sollen. Und ich habe gesagt, du sollst still sein. Bestarium aktualisiert. Was ist das für ein Ding? Sah aus wie ein Häscher, aber die Stimme klang so seltsam. Auch Vater hat keine Ahnung. Oh, die blauen Blumen. Hübsch. Von hier oben kommt man aber auch nicht irgendwie an das Tor. Oder? Zielen Sie mit L2, wieso zeigt er mir das hier an? Kann man hier doch irgendwas machen?
Lässt mir echt keine Ruhe mit dem Tor. Aber ich sehe hier wirklich nichts, was man hier machen könnte. Ah. Noch zum Hause zurückkehren. Aber warum verbrennt ein Feuer Tollmutters Garten? Und seit wann kommen Draugar so nah ans Haus? Gute Frage. Was war das braune Ding, das uns angegriffen hat? Und überhaupt? Nicht. Sei still. Sei still. Fast zu Hause. Nun gut. Ins Haus, Junge. Ihre Asche. Die Asche seiner ersten Frau trägt er ja am Leib aus Strafe. Und diese Asche bringen wir dann hinauf zum Berg. Kleine. Na gut, ich... Ja. Ich mache hier mal wieder einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir zu Atreus gehen und ihn versuchen zu beruhigen. Och Mensch. Ja, dann bis zur nächsten Folge wieder von God of War. Tschüss. Again.